Ja, 10 Jahre PIX-Agentur, was soll ich sagen? Es ist eine lange Zeit gewesen. Und wir haben damals begonnen, eigentlich mit einem Magazin. Wir kommen aus dem Printbereich. So sahen wir damals aus, ne? Ganz lustig. Format war 1919. Ich wollte ein Magazin machen, das eigentlich komplett aus der Emotion heraus, quasi aus der Bildaussage kommt. Ja? Und deswegen heißen wir auch PIX. Ja? Und die Bildaussage ist elementar wichtig und wir versuchen auf jeder Seite Qualität anzubieten. Ja, wir schaffen es immer wieder, ein Produkt auf den Markt zu schmeißen mit jeder Ausgabe seit 10 Jahren, das seine Emotion hat und seine Qualität. Das PIX-Magazin hatten wir da schon, klar, am Anfang, aber dann war Bedarf bei den Kunden da zum Thema Layouts, Broschüren, Flyer etc., all solche Dinge. Und dann sind wir natürlich auch ein Stück weit mit der Zeit gegangen. Ja. Das Thema Online war damals überhaupt noch gar nicht präsent. Meine Partnerin hat dann angefangen, Social Media zu machen. Und so haben wir uns in dem Bereich, im Online-Bereich entwickelt und sind heute eine Full-Service-Werbeagentur mit einer eigenen Netzwerkplattform. Also das Herzstück der Agentur war und ist nach wie vor natürlich unsere Netzwerkplattform, die eigene Netzwerkplattform, die wir aufgebaut haben, mit der Event-Serie PIX Lounge. Wir haben es geschafft, diese Plattform so wertvoll zu machen, damit eben die Unternehmer eben genau das finden, was sie suchen. Und das hat sich über die Jahre natürlich toll entwickelt. Und ich glaube, wir geben den Menschen was, was sie nicht auf jedem Event haben können. Ich glaube, es ist ein Stück weit ausschlaggebend. Vor 10 Jahren, wo wir angefangen haben, haben wir Facebook noch gar nicht gekannt. Irgendwann habe ich mich privat angemeldet, habe gedacht, okay, schauen wir mal, was das ist. Mittlerweile haben wir ein riesen Social Media Netzwerk aufgebaut, die natürlich unsere Kunden auch nutzen können. Inzwischen betreuen wir sehr viele Kunden in diesem Bereich und entwickeln auch Strategien, Konzepte, damit die Kunden das richtig nutzen können. Axel, er ist ein bisschen wahnsinnig, in positiver Sinne natürlich. Er brennt für seine Events, er geht raus, er macht da wirklich alles, er macht alles mit, damit Events emotional werden. Ja, die Elena ist natürlich die Strategin der Agentur. Ohne sie würde es hier nicht funktionieren, das ist klar. Sie hat Struktur in die Agentur gebracht und ich glaube auch behaupten zu können, dass ich nicht das wäre, was ich heute bin ohne sie.